Computer, Smartphone, Herzschrittmacher, Fernseher. Denken wir kurz an meinen Haushalt. Mixer. Wahrscheinlich auch eine Kaffeemaschine sogar. Also überall dort, wo man nicht unbedingt daran denkt, ach ja, da ist ja ein Mikrosystem, kennt man aber immer Produkte, wo diese Mikrosystemtechnik eben drin steckt. Wenn ich mir zum Beispiel ein Smartphone anschaue, von den kleinsten Prozessoren, die da verbaut sind, ja, wie wird so ein Prozessor designt, hergestellt, die ganze Physik, Chemie dahinter, bis hin zu, wie wird das Gerät zusammengebaut, welche Software steckt darin, wie arbeiten bestimmte Komponenten miteinander. Also so moderne Elektronik ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, da steckt überall Mikrosystemtechnik drin. Mikroelektronik haben wir sehr, sehr viele Anwendungsgebiete. Unter anderem ist das, was ich hier gerade in der Hand habe, auch eins. Wir haben zum einen die Mikroelektronik und wir haben die Mikrocontroller. Wir lernen die Elektronik, aber auch das Programmieren des Controllers. Die Herausforderung der Mikrosystemtechnik beginnt da, wo wir die Erfahrung aus den normalen Größenverhältnissen verlassen und in unvorstellbar kleine Dimensionen reduzieren. Ja, die Natur macht das, wenn sie die Ameise kann sehr schnell ihre Beine bewegen. Warum? Weil die Beine klein und sehr leicht sind. Wenn der Mensch es auch versuchen wollte, genauso schnell, also mit derselben Taktzahl zu laufen wie die Ameise, würde er es nicht schaffen, weil das Bein des Menschen viel zu schwer und viel zu lang ist dafür. Das Studium baut auf Mathematik, Physik und Chemie auf. Später kommt noch Programmieren, Informatik dazu, dann auch Elektronik. Wie funktionieren überhaupt Transistoren, dann auch CAD, also Konstruktion. Technische Mechanik ist auch relativ wichtig. Man muss ja Bauteile so zusammensetzen, dass die auch stabil sind und auch so halten. Wenn man zum Beispiel diese Mikrochips baut, muss man ja wissen, wie diese Chips mit der Umgebung reagieren, also Chemie, Biologie, dann halt Mathe. Mathe braucht man ja überall. Dann Elektrotechnik oder wie man es zusammenlöten muss, damit dieser Chip auch funktioniert, also elektronisch. Wenn jemand Interesse hat, dieses Studium zu beginnen, sollte derjenige auf jeden Fall Neugier mitbringen und ganz groß geschrieben auch die Bereitschaft, mal Fehler zu machen. Nichts ist von Anfang an perfekt. Und wenn man da, sagen wir mal, einen spielerischen Trieb hat und Experimentierfreudigkeit mitbringt, ist man da schon auf jeden Fall richtig.